Herr Kühnert, die erste Frage an Sie. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Zahl gehört haben gestern? Gasumlage 2,419 Cent pro Kilowattstunde. Ja, man muss ja noch mal dazu sagen, das ist ja keine politische Entscheidung. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor wenigen Tagen angekündigt, dass die Bundesrepublik Deutschland bei dem Unternehmen Uniper einsteigt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Deswegen werden wir per Verordnung Uniper, aber auch den anderen Unternehmen, die russische Gasmengen neu beschaffen müssen, zu höheren Preisen erlauben, die höheren Beschaffungskosten umzulegen auf die Endverbraucher. Deshalb reduzieren wir mit aller Konsequenz auf null. Und zwar für immer. Frau Esken, eine Umlage auf schon rasant steigende Preise. Können Sie mal erklären, warum das eine gute Idee ist? Wir haben also durch die Gasumlage wollen wir dafür sorgen, dass diese Mehrkosten, die nun mal notwendig sind, auf alle verteilt werden. Mit aller Konsequenz. Dass wir eine Umlage heute für den Gasverbrauch verkünden müssen, liegt daran, dass der russische Präsident die Gaslieferungen willkürlich unterbrochen hat. Am Stammsitz der Wintershall im hessischen Kassel feiern die Manager einen Rekordgewinn von 1,8 Milliarden Euro. Der Streit um die Ukraine und Sanktionen gegen Russland könnten ihnen aber das Geschäft verhageln. Gazprom erhält im Tausch dafür das bisher mit Wintershall gemeinsam betriebene Geschäft in Deutschland. Darunter der größte westeuropäische Erdgasspeicher in Rheden. Anteile an Speichern in Norddeutschland und Österreich. Das Erdgashandelshaus in Zug in der Schweiz. Dazu Öl- und Gasförderplattformen in der Nordsee. Und das Bundeswirtschaftsministerium, das prüfen muss, ob deutsche Sicherheitsinteressen berührt werden, teilt auf unsere Anfrage hin mit: Eine Gefährdung der Gasversorgung durch ein solches Tauschgeschäft besteht nach Auffassung des BMWI nicht. Deutschland ist und bleibt auch künftig offen für ausländische Investitionen. Na, man muss ja noch mal dazu sagen, das ist ja keine politische Entscheidung, sondern... Tell me lies, tell me sweet lies.